Patreon. Yo, alle Podcaster in the house tonight, let me hear you say yeah. Yeah. Na? Yeah. Falls du es noch nicht gemerkt hast, herzlich willkommen zu den Trenchcoat-Talkers. Was geht ab? Ja, ach ja, ach ja. Ja. Lustigerweise keine Körperteile, von daher haben wir schon mal gewonnen. Das ist gut, das ist gut. Und bei dir so? Ja, es war ein lustiger Tag. Wir hatten Besuch. Die Dame hatte Freunde eingeladen zum Waffeln essen. Oh, voll gut. Ich bin ja Waffelverweigerer, deswegen habe ich großteils in der Küche zugebracht und gewuselt. Das war sehr schön. Ich bin eine glückliche Küchenfee. Du hast quasi nur mit dem Essen, nicht mit der Zubereitung ein Problem. Genau. Ich mag's nicht, aber das hindert mich ja nicht daran, A zu probieren und B zu reichen, zu Ja, halten. aber manchmal ist es ja bei solchen Sachen, dass einen auch der Geruch daran schon. Also, ich könnte zum Beispiel keine Nieren zubereiten, weil mich der Geruch schon krank macht. Okay. Nee, ich glaube, da habe ich nichts, wo ich irgendwie so komplett doch Dill. Aber ansonsten bin ich da relativ schmerzfrei. Und es gab süße Waffeln oder herzhaft? Ja. Ah, sehr gut. Sie eröffneten die Runde mit Käsewaffeln Aufspannend. und schlossen mit Lebkuchenwaffeln. Und zwischendrin Ja, waren normale Waffeln. Doch, die hat sie gut gemacht. ich meine, wer Lebkuchen mag, der hat da bestimmt Spaß dran. War auch nicht so ein penetranter Lebkuchengeschmack, sondern so leicht, dezent im Hintergrund. War in Ordnung. Nehmt ihr da richtigen Lebkuchen oder diesen Soßenlebkuchen für? Nee, ich habe einen Beutel Lebkuchengewürz hier. Achso. Und da hat sie irgendwie, ich sag mal, 2 Teelöffel reingetan. Genau, und da waren wir irgendwie 7 Leute. Und ich muss sagen, wie gesagt, bin ja kein Waffelfan, aber, und ich hoffe, das hören jetzt nicht zu viele, die sonst hellhörig werden könnten. Die Dame kann Waffeln machen, dass selbst ich sage, ja, da esse ich was von. Okay, Nicht das jetzt, ist dass ich sagen spannend. würde, das ist mein Leibgericht, aber meine Antipathie gegen Waffeln greift da nicht. Das ist ziemlich gut. Weil normalerweise, wenn ich Waffeln, also früher, wenn es Waffeln gab, die mussten für mich immer so 3, 4 Tage noch rumliegen, hart werden, altbacken, vielleicht so ein bisschen Luftfeuchte reinziehen, dass das mehr so ein bisschen wie altes Brot schmeckt. Dann fand ich die geil. Aber die Dame hat irgendwie ein Rezept, wo der Teig an sich schon fest wird und nicht so fluffig, sondern Teig eben. Und nee, das war schön mit Knusper außen und das hat sie gut gemacht. Ja, voll gut. Ich unterstütze das. Liebe Dame, wenn wir irgendwann mal wieder bei euch sind, ich möchte bitte Waffeln haben. Werde ich ausrichten. Dazu gab es einen Sour Cream Dip für die Käsewaffeln. Und für die anderen hatten wir Nutella oder Heidelbeeren oder Puderzucker. Bin mir zwar nicht sicher, ob es das schon war, aber mehr fällt mir gerade nicht ein. Ja, und dann wurden hier mal ein paar Stündchen Waffeln fabriziert und gegessen. Dann sagtest du bist voll mit Salatdingen. Ja, und dann hatte ich so viel Zucker um mich rum den ganzen Tag, dass mein Körper gesagt hat, bitte, bitte Gemüse. Und daraufhin habe ich den Kühlschrank aufgemacht und ins Gemüsefach gepflegt und gesehen, ja, es ist noch so viel Gemüsereste da, da können wir eigentlich einen großen Trog Salat machen. Und Trog ist ja wirklich, also das war wirklich so eine Viehfutterportion. Hab noch einen Kopf Salat klein gehackt und 2 Gurken und 1 Kilo Tomaten, ein paar Eier, ein bisschen, wie heißt das hier, Thunfisch und ein bisschen Zwiebel obendrauf und Käse, genau, Käse war noch mit drin. Ja, und den Rest von dem Sour Cream Dip einfach nur oben drüber, bisschen Essig, bisschen Öl. Hui, 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 hui. Hendrik Klingt auf sagt, jeden Fall Hendrik sehr vernünftig, ja. zufrieden. Das Ja. ist. Ja, ich hatte heute ganz profane Ketchup-Nudeln, weil, wie das halt so ist, wenn ich alleine bin, Thema Essen schwierig. Ja. Aber immerhin, ich bin in der Lage zu essen. Von daher wollen wir ja mehr gar nicht. Ja.
ansonsten war das eigentlich ein recht unspektakuläres Wochenende. Der Patient ist wieder auf der Normalstation, also von der ITS runter. Und wahrscheinlich ist mit Mitte der Woche Entlassung zu rechnen. Ausgezeichnet. Ja. Sehr gut. Ich mag es, wenn Dinge sich in die richtige Richtung entwickeln. Genau das. Ansonsten, liebe Grüße natürlich auch nochmal an alle, die liebe Grüße geschickt haben. Vielen Dank dafür. Die Lazarettpost wurde ordnungsgemäß weitergegeben. Sehr gut. Ja, ansonsten alles relativ ruhig, wie gesagt. Ich merke nur, dass meine innere Ruhe, also ich habe ja keine innere Ruhe, noch nie gehabt. Meine innere Ruhe wohnt im Jonas. Mhm. Das merkt man über die letzten paar Tage. Mhm. Also ich glaube, ich habe jetzt schon wieder mehr Dinge vor Wut durch die Gegend geworfen, als seit er hier wohnt im letzten Dreivierteljahr. Also du machst jetzt regelmäßig Sport, willst du eigentlich sagen? Genau das. Nee, aber also, ja, ich meine, jetzt ist sowieso nochmal eine andere Situation, weil man sich ja trotzdem Sorgen macht, ist klar. Aber das geht eigentlich, also es hält sich eigentlich von der nervlichen Sache sehr an Grenzen. Mhm. Aber wie gesagt, die innere Ruhe fehlt, also so. Dass der hier sitzt und so auch Ruhe ausstrahlt. Global. Das ist schon echt ein Unterschied. Das merke ich wirklich. Ja. Naja, ansonsten haben wir jetzt ein bisschen heute Sendungsplanung gemacht, weil ja dann wahrscheinlich der Jonas auch zur Kuh muss. Mhm. Und das für mindestens 3 bis 4 bis 5 Wochen. Mhm. Und demzufolge wird es beim Grünspur-Damen-Gast auch erstmal wieder eine Sendepause geben. Weil wir machen ohne den Jonas nicht weiter. Aber wir werden eventuell mit dem Flo ein paar lustige Sonderfolgen machen. Okay. Also, weil wir haben ja noch seine, also Kings Kinder schreiben ja selber Bücher. Kings Frau schreibt Bücher, auch wenn die grausam sind. Ich kann mich nur an diesen Owen oder wie er heißt. Naja, Owen King schreibt, Joe Hill schreibt, das ist da. Das ist gar nicht der gleiche. Ich dachte, das eine wäre einfach der Künstlername des anderen. Und eine Tochter, glaube ich, oder zwei Söhne. Ah, wisst ihr. Also Owen King ist, glaube ich, der Kleine, Joe Hill ist, glaube ich, der Größere. Mhm. Die schreiben beide. Joe Hill kann ich dir übrigens tatsächlich sehr empfehlen. Der kann das, also der schreibt gute Bücher. Owen King kann ich noch nicht beurteilen, muss ich auch noch lesen. Mhm. Und wie gesagt, Tabitha King hattet ihr ja eventuell schon gehört im Grünspur-Damen-Gast damals zu Das Puppenhaus. Was eine echt gute Idee war, die echt hätte gut sein können und sie war es nicht. Und demzufolge liegen hier jetzt natürlich Tabitha King-Bücher bei mir rum. Mhm. Und dann werden wir quasi solchen Quatsch ein bisschen machen über als Übergangsfolge, damit der Feed nicht ganz leer bleibt, während wir alleine gelassen werden. Und dann geht's halt, sobald Jonas wieder sich fit fühlt, geht's dann weiter. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, das Frühjahr wird dann erstmal schwierig werden, aber wir werden sehen. Genau. Ja, Frühjahrssendepausen kennt man ja von euch. Eben, aber es ist irgendwie immer im Frühjahr. Aber das ist ja ein gutes Zeichen, weil das bedeutet ja, wahrscheinlich wird der Rest des Jahres ruhiger. Genau. Man muss es ja positiv sehen. Ach. Nee, aber wir wollen verschiedenen Quatsch machen. Wir haben zum Beispiel vor, über Peter Straub auch ein bisschen zu reden, weil der ja auch viel Zeug geschrieben hat. Wir haben vor, über die Inspirationen, die King so hatte in seiner Laufbahn. Zum Beispiel redet er sehr oft in irgendwelchen Vorworten über Shirley Jackson oder über Ray Bradbury und so weiter und so fort. Und das sind halt alles Sachen, da ist auch ein wahnsinniges Universum hinten dran. Ja. Für das wir einfach nie die Zeit hatten. Und dann werden wir mal sehen, wie tief wir uns da reingraben. Es wird uns wahrscheinlich auch nicht nur jetzt übers Frühjahr begleiten, sondern da werden wir immer mal so eine Folge irgendwo zwischen reinstreuen. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass das interessant ist. So grundsätzlich. Das glaube ich.
Und ansonsten gibt es natürlich auch viele Regisseure, mit denen er zusammengearbeitet hat. Mhm. Und so weiter und so fort, wo wir auch noch in die Richtung gehen könnten, wenn wir es wollen. Also wir haben da auf jeden Fall schon Dinge vor. Das wird, denke ich, ganz cool werden. Prima. Ja. Das klingt doch gut. Ja, ich denke auch. Das bedeutet zwar auch, ich muss mal wieder Tabitha King lesen und ich habe keine Lust. Aber nun, das ist halt das Schicksal der Moderation, nicht wahr? Ja. Und sind wir doch mal ehrlich, so aus Hörerperspektive, so ein Dela-Rant ist natürlich auch immer schön anzuhören. Man ist ja quasi in Sicherheit, bekommt es nicht direkt ab, sie bewirft einen nicht. Dann hat das schon einen gewissen Unterhaltungswert. Ja, okay, kann ich mir vorstellen. Ich denke mir zwar immer, also mir tut das ja tatsächlich fast immer wieder leid, dass ich dann doch so abrutsche in diese Anfälle, möchte ich sie mal nennen. Um nicht zu sagen Ausfälle. Aber ich, also ja, ich glaube, wenn man gerne angeschrien wird, hat man daran Spaß. Hm. Das erklärt vieles. Ja, okay. Nein, ansonsten möchte ich auch nochmal die Menschen loben. Ich habe ja mehr oder weniger in den letzten paar Nächten das ganze Jahr verplant, was die Sendungsplanung angeht, mit Gästen und so weiter. Und ich muss immer wieder sagen, danke, ihr seid cool. Wenn man euch anstupst, funktioniert das. Man darf nicht so allgemein fragen, habt ihr Lust mal und nö, man muss hingehen, hier, pass auf, ich hab dieses Buch, möchtest du mitmachen? Und dann klappt's meistens. Also, ich hab wirklich innerhalb von 2 Nächten eigentlich die ganze Sendungsplanung fürs komplette Jahr verkauft. Ja, geil. So. Wir werden dich dabei haben, wir werden die Dame dabei haben, wir werden die Lea dabei haben, die ja letztes Jahr auch schon fleißig mit uns gepodcastet hat. Der Mikado-Elefant hat sich mit angemeldet. Der Tobi, auf den freue ich mich auch ganz besonders. Mhm. Den hat man jetzt auch schon ein ganzes Stück nicht mehr da. Das wird cool. Ui, 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 ui. Ja. Ja, cool. Ja, und ansonsten bin ich ja ganz schlimm versackt in Critical Role. Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, glaube ich. Das sind diese amerikanischen Voice Actor, die D&D spielen, zusammen. Ah, okay. Und da gab es, also, ich bin ja ich bin ja absolut anfällig, wenn jemand so komplette Worldbuilding-Sachen und sonst wie viel Lore in diese Welt mit reinkippt und so weiter und das ist halt was die enormst viel machen. Und unter anderem in den normalen Kampagnen, in den großen Kampagnen, die laufen die halt durch eine Welt nach einem Kataklysmus. Mhm. Und es gibt aber in diesem Critical Role eine Kampagne, das sind nur 4 Folgen, die gehen aber jeweils so 4 bis 6 Stunden. Die quasi die Vorgeschichte und den eigentlichen Weltuntergang beschreibt. Und mein Gott, ist das geil. Also an der Stelle große, große Empfehlung, wenn ihr das noch, wenn ihr da irgendwie Spaß dran habt an solchen Sachen. Exandria Unlimited Calamity. Fantastisch. Ich habe selten so was geil Produziertes gesehen. Ich habe selten so viel Spaß an so einer Runde gehabt. Die Leute sind fantastisch. Der Game Master ist fantastisch. Ich warne euch aber auch in der letzten Folge. Die letzte Folge ist 6 Stunden lang. Und ich glaube, die letzten 2 habe ich durchgehend geheult. Ja, auch das kann momentan an meinem Nervensystem, an meinem nervlichen Zustand liegen. Aber ich glaube es nicht. Die sind richtig, richtig, richtig hart und richtig, richtig gut gemacht. Also, große, große Empfehlung an der Stelle. Hm. Ja. Was hast du so gemacht? Ich sammle gedanklich neue Ideen für Hendrix Halde. Zwei dumme Ideen habe ich noch. Sehr gut.
die ich wohl auch demnächst mal probiere umzusetzen. Mal gucken, ob es was wird. Mhm. Und hier für meinen Podcast, den ich mit Armin zusammen habe, das Regnen, Stürmen, Schneien, haben wir auch 2 neue Folgen aufgenommen gehabt und da habe ich die Shownotes fertig gemacht und die Produktion. Und dann gucken wir mal, die kommen jetzt in den nächsten 2 Wochen raus. Mhm. Dann schauen wir mal, wie das wird. Möchtest du vielleicht für die Hörer, die nicht den Hauptfeed abonniert haben und deswegen nur das hier hören, mal einen kurzen Überblick geben, warum ihr euch über Wetter unterhaltet, was deine Qualifikation ist, was die Idee bei Armin ist, warum das ausgerechnet Armin mit dir macht und was ihr so als grobe Richtung vorhabt? Ich habe vor 3 Jahren durch einen beruflichen Wechsel angefangen, mich zwangsweise mit Wetter zu befassen. Mhm. Kein Meteorologe, überhaupt nicht. Also einzige, ein bisschen Physik studiert, aber ansonsten ist mir diese Welt völlig fremd. Bin halt beruflich Computeräffchen, aber arbeite halt viel mit Meteorologen zusammen und das ist ein ziemlich abgefahrenes Rabbit Hole. Man könnte beinahe meinen, wenn es nicht so schön wäre, müsste man das studieren. Okay. Es ist aufregender, als ich mir es damals vorgestellt habe, als ich da angefangen habe. Einfach, weil es so ein Thema ist, was auch irgendwie jeden betrifft, ob er will oder nicht. Wetter kriegt jeder ab. Und es ist viel Variation drin. Richtig, es ist viel Variation drin. Es ist ja, naja, klar, durch Klimawandel auch etwas relativ Aktuelles. Wobei das was ist, was ich für den Podcast gar nicht so auf dem Schirm habe, da gibt es qualifiziertere Menschen, die sich über sowas unterhalten können, aber so Wetterbasics, ne? Wie entsteht eigentlich eine Wolke, warum regnet es, was ist Wind, sowas wollen wir quasi erstmal abhandeln, wollen später vielleicht mehr ein bisschen in Richtung Messgeräte gehen, also wie messe ich überhaupt Temperatur, Druck auch nicht unbedingt am Boden und Temperatur, sondern in Höhen und warum überhaupt und sowas. Weil ohne Messwerte keine Wettervorhersage. Und den Armin hatte ich gefragt aus einem ähnlichen Grund, warum du mich öfter fragst, ob ich mit podcasten will. Er ist nicht schnell genug weggelaufen. Er ist nicht schnell genug weggerannt, genau. Zum anderen war Armin wohl mal Segelflieger. Oh, okay, das wusste ich zum Beispiel. Und Flugzeugmenschen haben ja nochmal einen ganz anderen Blick aufs Wetter. Mhm. Und sowieso ist er ein ziemlicher Flugzeugnerd. Mhm. Und gesegelt ist er auch eine Weile. Und auch da wieder, auch diese Menschen haben einen ganz anderen Blick auf Wetter als ich. Mhm. Insofern hätte man da quasi auch die Anwenderseite des Ganzen, wenn man so will. Das ist cool, ja. Und ich glaube, wir haben ja beide. Wir sind ja beide nicht vom Fach, es ist halt mehr so lustiges Labern und sich reinnörden in eine Themenwelt, die uns beide erstmal nur aus Hobbygründen betrifft. Mhm. Unter uns gesagt, mal schauen, wenn das Ganze ein bisschen Form angenommen hat, auch für uns, in welche Richtung wir wollen. Ich sitze ja quasi an der Quelle, was Experten angeht. Vielleicht findet man irgendwen, der Bock hat mitzureden, mal für eine Folge. So als Interviewpartner oder als Mensch, den man einfach mal ein Mikro unter die Nase hält und sagt, jetzt erzähl mal, wie ist denn das? Mhm. Menschen mit Mitteilungsbedürfnis gibt es ja unter Naturwissenschaftlern angeblich auch. Genau. Na cool. Und es ist mir aufgefallen, was mich tierisch aufregt, dass ich sehr oft genau sage. Also du sagst es nicht so häufig, dass es mir auffällt, sagen wir das mal so. Mein Füllwort ist nicht M, mein Füllwort ist genau. Ja, von daher gibt es spannende Dinge. Ich bin zurzeit auch wieder am Überlegen, ob ich die ganze DLSS-Sache wieder umstrukturiere, mal wieder. Was? Nö, bloß allgemein, dass ich quasi zum Beispiel das Kochstudio und all die, dass ich quasi auch eine DLSS halte in dem Sinne habe. Ja, ja. Dass ich quasi alle
wildsinnigen Ideen, die mir irgendwann mal in den Kopf schießen, die aber nirgendwo so richtig reinpassen, dass ich die da hinschmeiße. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist alles noch nicht in dem Topf, wo es kocht, und weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich es machen will. Aber ja, mal sehen. Also ich meine, im Prinzip habe ich das durch den Hauptfeed sowieso schon. Aber du weißt, dieses Kategorien sehr wichtig für mein Hirn. Und Absolut. Aber ansonsten bleibt mit den DLS aus der Produktion alles beim Alten. Also das läuft weiter so lange, bis es irgendwann tot umfällt und keiner es mehr retten kann. nö, und wie gesagt, ich habe halt echt Bock, mal wieder was zu machen über Bücher. So global. Ob da Flo die Zeit und die Lust findet, ist wahrscheinlich eher schwierig. Deswegen wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich wieder selber über Bücher monologisiere. Andererseits mache ich das sowieso. Ob ich das vor einem Mikrofon mache oder nicht, ist auch egal. Und vielleicht findet sich ja irgendjemand, der den Spaß sich gern anhört. Und wenn nicht, ist es auch nicht mein Problem. Dann könnt ihr es einfach weiterskippen. Nein, aber es gibt ja wahnsinnig viele coole Sachen, die man machen kann. Was weiß ich, basteln zusammen auf Mikrofon oder, na? Ihr wisst schon. Allein schon, dass ich mein, quasi wenn ich ja so ein Puppenhaus baue, einfach mal 2 Stunden durchgängig das Mikrofon mitlaufen lasse und meine Wutanfälle aufzeichne. Ich glaube, alleine das könnte schon witzig sein für einzelne Menschen. Ja, aber apropos basteln, wann basteln wir denn einen Wetterballon? Da wäre jetzt mein erster Gedanke, ich müsste mal rausfinden, braucht man für die Dinge eigentlich eine Startgenehmigung? Ich wohne ja quasi am Flughafen, wahrscheinlich ja. Naja gut, aber ich meine, im Zweifelsfall müssen wir den ja nicht bei dir starten. Wir müssen den ja nur bei dir basteln. Der zweite Punkt ist, wenn der mal gestartet ist, wer bringt mir den wieder zurück? Der kommt ja nicht da runter, wo du ihn hochschickst. Dann muss der denn grundsätzlich wieder runter? Das also kommt drauf an. Anders, ich meine, ich runter kommt automatisch, aber muss der irgendwo wieder runter, wo du ihn findest? Oder kannst du die Daten abfragen? Ich greife jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor, aber du hast 2 Varianten des Wetterballons. Der eine, das ist die Oldschool-Variante, du schickst mit Messgeräten hoch, die zeichnen auf, der fällt irgendwo runter, du schreibst deine Adresse vorher drauf, jemand ruft dich an und sagt, ich habe deinen Ballon gefunden, und dann kannst du ihn auswerten. Die neuere Variante ist natürlich die, der funkt nach Hause. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Auch nicht unmöglich, aber aufwendiger. Allein schon wegen Funk und Deutschland, was ja auch reglementiert und so. Ne? Also, ist ja alles nicht so einfach. Was uns wieder auf die Frage bringt, ich wüsste eine Lösung. Wir bauen keinen Wetterballon, der quasi von sich aus durch die Gegend fliegt, sondern wir bauen einen ferngelenkten Zeppelin mit Messgeräten, Upsis. Du weißt, bei Zeppelin hast du mich sofort. Dann findet er den Heimweg. Ja. Und ich meine, im Prinzip viel mehr als ein Drohnenmotor musst du doch da eigentlich nicht reinbauen. Naja, ich werde den hauseigenen Ingenieur mal mit Beschäftigungstherapie und so. Wir brauchen mehr Zeppeline in unserem Leben. Das ist richtig. Alles wird besser mit mehr Zeppelinen. Apropos mehr Zeppelin. Das Zeppelin-Museum in Zeppelinheim, was ja hier auch quasi direkt Frankfurt am Flughafen ist, bietet interaktiv 365-Grad Museumsrundgang. Oh, voll gut. Einfach so auf ihrer Website, ohne irgendwie jetzt, ne, ohne dass du irgendwas kaufen musst oder sowas oder bezahlen musst, kannst du quasi interaktiv durchs Museum laufen. Ja, voll gut. Ich mag ja Zeppelin. Ja, und ich mag Museen. Aber noch mehr mag ich Museen, ohne dass ich vor die Tür gehen muss. Richtig, richtig. Da war ich ja auch sehr fasziniert von so am Anfang von Corona hatten wir das irgendwann mal gemacht, so interaktive Museumsspaziergänge in einer etwas größeren Gruppe.
Ich glaube im Rahmen vom Funheim, ich bin mir gar nicht sicher, dass du auch hier so Vatikanmuseen, ja, dass die auch quasi per Google Maps sozusagen einfach durchlaufbar sind. Genau. Das ist schon ziemlich geil. Ich glaube, die alten Meister zum Beispiel zum Teil auch. Mhm. Nicht alles, aber zumindest zum Teil. Dann war ich mal in einem sehr lustigen Kostümmuseum. Okay. Das war auch echt cool. Also da waren so, naja, also es hatte halt viel mit Filmprops und so weiter zu tun. Ja. Aber da ging es halt wirklich um historische Kostüme und sowas. Das war auch echt spannend. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da findet er jetzt nur das. Ich meine, in Jonas alter Heimat um die Ecke, da so in der groben Gegend irgendwo. Da müsste ich selber nochmal gucken. Ich meine, da ist irgendwo ein Puppenstubenmuseum. Oh, das ist natürlich auch cool. Da musste ich immer an dich denken, wenn ich dran vorbeigefahren bin. Muss ich nochmal suchen, ob ich das geträumt habe oder ob das echt so ist. Ja. Ja, und ansonsten, wir haben halt hier in der Gegend ganz viel Spielzeugmuseen, Schnitzereizeugs und so. Ja, hier sehr groß. Das fand ich als Kind immer cool. Wir hatten als Kind so einen Glaskasten und da ist ein geschnitztes Bergwerk drin. Mit beweglichen Menschen und allen. Ja, und so. Ja. Das war total cool. Da stand ich als Kind stundenlang davor. Das fetzt total. Nee, und halt ansonsten hier der übliche Quatsch. Pyramiden und Räuchermännel und Zeug und Sachen. Brexit und dann. Da gibt's schon coole Sachen, aber man hat halt einfach viel zu selten Zeit, wirklich mal zu sagen, komm, wir latschen jetzt mal 4 Stunden durch so ein Museum. Ja. Eigentlich ist das echt schade. Ich mach sowas sehr gern. Ich war auch immer furchtbar gerne im Meereskundemuseum. Wie heißt denn hier das eine große an der Ostsee? Wo der Wal an der Decke hängt, du weißt ja. Ja, ich weiß, ich war interaktiv schon drin. Sinsheim? Nee. Nee, Sinsheim ist unten beim Dings in der Gegend. Das ist Baden-Württemberg runter. Okay, nee, dann hau ich das doch nochmal. Irgendwas mit Bindestrich, irgendein Name mit Bindestrich, glaube ich. Mhm. Ach. Komm, Google, hilf mir mal. Der Museum. Was zählt rein, bitte auch richtig. Blablabla. Stralsund, sagte mir hier. Nee, ich weiß, das hier, glaube ich, ne? Das Ozeaneum. Ist das Ozeaneum das mit dem Aquarium? Ich meine schon. Das wäre aber auch Stralsund. Salamin ist, nee, kann das sein. Das ist in Thüringen. Ich bin auf jeden Fall irgendwo an der Ostsee. Mhm. Ich komme nicht drauf. Also Google will von mir, dass ich nach Stralsund fahre. Ja. Na gut, und da ist auch der komische. Oh cool, da ist eine Riesenkrabbe. Auch eine Riesenkrabbe. Ja. Naja, wie dem auch immer sei, auf jeden Fall geht mehr in Museen. Museen sind cool. Oh ja. Jetzt hatte ich gerade noch irgendwas gehabt, das wir natürlich völlig. Ach so, Ostsee Museum. Ich bin. Du kennst diesen Moment. Man will nur kurz was bei Wikipedia nachgucken. Ja. Mhm. Und wenig später findet man sich in einem sehr tiefen Loch gefangen. Mhm. Ich bin in das Archäologie-Wikipedia-Loch slawische Stämme an der Ostseeküste gefallen. Oh ja, böse Falle. Sehr, sehr interessant, weil das so regional was ist, wo, ne, Germanen im Rheintal, ja klar.
Das habe ich in meiner Kindheit sehr oft gehört. Aber die Gegend und Archäologie habe ich so gar nicht irgendwie auf dem Schirm. Und ich glaube, ich muss da mal eine längere Tour machen. Da gibt es ja echt geile Ausgrabungsstätten. Haben die nicht da oben auf irgendwo so ein Modelldorf gebaut, dachte ich. Ja, sowas habe ich auch irgendwo gesehen gehabt. Und hier diese Kreidefelsen auf Rügen, wo sie Ja. obendrauf irgendwo eine alte Festung drauf gefunden haben, die halt langsam ins Meer bröckelt, weshalb sie relativ flott ausgraben müssen. Und so Geschichten, das ist echt spannend. Und dann natürlich, ne, wie es immer so ist, kommt man auf die Geschichte von und Und dann dann ist zig man irgendwann bei Königsberg und. Jungfraujenklippen gelandet und dann wird es alles ganz schlimm, weil dann ist das auch ganz gut. Kein Love. Kein Love. Da bin ich natürlich auf Arte, wie könnte es anders sein, drüber gestolpert, dass bei uns werden ja, oder generell Westeuropa, sage ich mal, werden ja Moore gerne trockengelegt. Oder wurden vor allem gerne trockengelegt. Ich glaube, Lettland war das, wo sie künstlich Moore überall anlegen, Okay. weil sie da Cranberries kultivieren, wie verrückt. Und den Okay. positiven Nebeneffekt haben, dass sie halt Moore aufmachen und Moore einfach super fürs Klima und für CO2 sind. Ja. Naja, bloß, ich glaube halt, Deutschland als Großraum betrachtet. Ich glaube, da war auch immer sehr viel Moor. Also An wenn du sich da ja. irgendwo wohnen wolltest, musstest du den Rotz halt trocken legen, glaube ich. Ja, es gab durchaus viele, viele Gegenden, in denen es Moore gab. Ja, Und das weil also ich nicht nur weiß im zum Beispiel, Norden. bei uns ist ja immer noch der Pfandl. Also wir haben ja noch welche. Und wir liegen relativ hoch, aber ich kann mir denken, dann gerade, was ist da, wo ist bisher gewesen? Ja, erste Potsdok-Mensch. Wie heißt die Stadt? Wasserdrache, ganz viel Wasser Paderborn, gewellt. oder? Paderborn, genau. Zum Beispiel da so in der Ecke oder auch Ecke Essen und so weiter, das ist ja eigentlich Moorland alles. Ja, also. Das ist schon ganz, ganz spannend. Kennst du den Unterschied zwischen Moor und Sumpf? Ja, das eine, also ich weiß, dass es einen Unterschied gibt. Der eine Unterschied ist, glaube ich, chemisch, ob es sauer oder nicht ist. Schon mal der Boden. Und dann ist, glaube ich, das eine mehr Wasser und das andere ist mehr trocken und aber. Nee, genau, also genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Ich hatte auch mal danach geschaut und ich meine, nee, und ich komme nicht mehr drauf, wo der Unterschied ist. Deswegen dachte ich mir, ich frage mal dich. Also ich glaube, es gab auf jeden Fall einen Unterschied, ob der Boden sauer ist oder nicht. Ah, kein Torf. Im Gegensatz zu Moor bildet sich im Sumpf kein Torf, da die organische Substanz durch gelegentliches Austrocknen vollständig abgebaut wird. Also das eine ist immer feucht und das andere ist meistens feucht, trocknet aber auch regelmäßig wieder aus. Damit hätte man den Zumindest Bildungsauftrag auch erfüllt, oder? ja. Warte mal, wie rum habe ich es jetzt erzählt? Der Sumpf kann austrocknen, richtig? Habe ich so rum erzählt oder falsch rum? Ja, genau, der Sumpf kann austrocknen und das Moor nicht. Also das Moor kann auch wahrscheinlich austrocknen, aber es braucht länger. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja hier zum Beispiel auch noch einen Torfstich. Direkt um die Ecke, also keine 10 Kilometer weg. Und der hat auch immer noch Zulauf ohne Ende. Und der Filzteich zum Beispiel, wo wir ja regelmäßig baden fahren im Sommer, das ist quasi der Abfluss von dem Moor. Also deswegen ist die Brühe halt auch so
dunkel und dreckig, aber ja. Ist ja trotzdem kein schlechtes Wasser in dem Sinne. Ja, ja. Ja. Apropos Torf. Mein Lieblingsschnapshändler hat mir letztens wieder einen Newsletter geschrieben. Ich weiß, den ich schon mal erzählt hatte. Und da sind ja immer sehr verlockende Sachen drin. Diesmal hat er einen namibianischen Whisky im Angebot. Okay. Man kennt das ja von schottischen Whiskys öfter, dass die mit Torf arbeiten. Torf gibt es aber in Namibia wohl nicht so, weshalb die Elefantenmist benutzen. Okay. Ja, nun. Ja. Das klang abstrus genug, als dass ich es unbedingt mal probieren möchte. Allerdings kostet die Flasche auch 70 Euro, was zum Probieren natürlich erstmal ein sportlicher Preis ist. Ja. Also mal gucken. Vielleicht gibt es irgendwann mal. Aber war Namibia nicht auch eins der Länder, wo Jonas war damals? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ostafrika ja, Westafrika bin ich mir nicht sicher. Und Südwestafrika erst recht nicht. Ich glaube, er ist jetzt wir könnten ihn mal fragen. Also, weil das könnte, ich glaube, ganz dunkel im Hinterkopf habe ich sowas in Erinnerung. Mhm. Aber ich und Geografie, wir wissen alles sehr schwierig. Apropos, aber weil du gerade sagst, Newsletter und Kataloge und Zeug, kann denn eigentlich bei dir der Baldur's Garten-Katalog mal annehmen? Ne? Nö. Und der kommt, glaube ich, der kommt auch erst im Frühjahr oder so. Ja, die hatten beim Bestellen schon irgendwas geschrieben, dass es gerade keinen gibt, sie irgendwann wieder neue drucken und passend zur Pflanzsaison dann vielleicht mal was kommt. Ja. Hast du denn dieses Jahr schon Pläne, was die Pflanzsaison angeht? Oh, überhaupt nicht. Die Dame hätte ja gerne einen Relax-Balkon. Ich schleiche immer noch um so Balkonkraftwerk-Sachen drumherum. Und weiß noch nicht, wo für mich der Fokus bei dem Ganzen liegt. So eine Mischung wäre halt geil, so eine Mischung aus Nutz- und Relax-Balkon sozusagen. Und da ich ja keine Rollläden hier habe oder Fensterläden hier habe, habe ich halt überlegt, Entschuldigung, der Salat sagt guten Tag. Habe ich überlegt, die Solarzellen quasi auf ein Holzgestell zu spaxen und damit die Fenster zu verschatten sozusagen, sodass man weiterhin den Balkon so nutzen kann. Die müssen ja keine super-duper Ausbeute bringen. Das reicht mir, wenn ich genug Strom habe, um abends mal mit dem Akku meinen Rechner ein paar Stunden zu betreiben, weil der halt... Sind wir mal ehrlich, das, was ich auf dem Rechner mache, könnte ich eigentlich auch auf dem Handy machen, was energetisch viel günstiger wäre, aber es macht mehr Spaß an zwei Bildschirmen. Trotzdem hat er halt ein 650 Watt Netzteil. Der zieht halt schon ordentlich. Gerade auch, wenn die Grafikkarte läuft. Und da wäre halt schön, wenn man irgendwie sagen könnte, ach, das puffere ich über meinen Akku weg, das kommt nicht auf den Zähler. Ja, das stimmt, das ist richtig. Das wäre so ein reines Luxus haben wollen Ding, so... Ja, mal gucken. Genau, und wenn, je nachdem, ne, wie ich das für mich verortet kriege, wäre es halt witzig, hier irgendwie so eine Mischung aus Gemüse und Frau liegt im Liegestuhl auf dem Balkon hinzubekommen. Müssen wir mal gucken. Insofern, nee, so eine richtige Planung ist noch nicht da. Ich bin gespannt, ob deine Teilbeere dieses Jahr den Winter überlebt hat. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich hoffe. Das wäre halt jetzt der erste Winter gewesen, den sie überleben muss. Wenn ich weiß, dass sie den überlebt hat, dann wird alles gut und dann werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr schon, also dieses Jahr schon, Himbeeren/Teilbeeren haben. Und das wäre natürlich maximal großartig. Ah, Teilbeeren schreibt man gar nicht so wie... E-A-J, wie Taj Mahal. Beziehungsweise Wikipedia will AY. Okay. Ist halt wie eine Mischung aus aus Brombeere und wo ist jetzt der Unterschied zwischen Thai-Beere und Beusenbeere? Die kenne ich nicht. Na komm schon. Vielleicht die Birnen an der Pflanze? Hm.
Aha, okay. Thai-Beere ist die Mischung aus Brombeere und Himbeere. Boysenbeere ist die US-amerikanische Kreuzung aus einer Brombeerart und der Loganbeere, die ihrerseits aus einer Brombeerart und der Himbeere gekreuzt ist. Okay, also quasi ein Doppelhybrid. War sie. Interessant. Ich meine nämlich, mein Vater hätte die mit dem Argument gepflanzt bei uns. Er hat schon zwei Brombeersträucher, an denen er sich ständig sticht. Jetzt hätte er gerne was, was genauso schmeckt, aber keine Dornen hat. Mhm. Okay, siehst du, wieder was gelernt. Ja, aber hier steht, Thai-Beeren sind relativ robust und kälteresistent, weshalb sie in Schottland geschätzt werden. Wenn die schottischen Winter durchstehen, sollten die eigentlich auch bei dir den Winter durchhalten können. Ich sag mal so, wir hatten dieses Jahr noch keine minus 20 Grad. Genau das. Ich glaube, das Maximum waren mal minus 14. Mhm. Von daher, aber wir hatten hier auch schon minus 20 Grad Winter. Ja, ihr liegt nicht mehr so am Golfstrom, das ist richtig. Das könnte sich zwar ändern in den nächsten Jahrzehnten, aber bis dahin muss sie durchhalten. Ja, also ich bin eigentlich guter Hoffnung. Das Ding war halt, letztes Jahr, wo ich sie geholt habe, war sie halt noch ganz klein, da konnte noch nichts werden. Und dann hatte sie mir auch den Transport ein bisschen übel genommen, hatte ich so den Eindruck. Okay. Und die haben aber gesagt, also spätestens wenn sie den ersten Winter überlebt hat, hält die alles aus. Ich bin mal gespannt. Es ist ja lustig. Thai-Beeren sind fruktosearme Früchte und werden daher von Fruktose-Malabsorptionsmenschen meist gut vertragen. Mhm. Auch interessant. Und in Schottland wird aus Thai-Beeren, Malz und Hopfen ein spezielles Bier gebraut, das ich nicht probiere auszusprechen, weil es zu viele Accents drauf hat. Klingt aber gut, kann ich mir gut vorstellen. Gefahren. Jonas hat mich heute ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Er sprach heute von Cognac-Nudeln. Kann ich mir insofern vorstellen, als dass die Metaxa-Soße an sich ja auch funktioniert. Ja, nein, es ging nicht um Cognac, es geht um... Ach, sondern um die Wurzel, ja. Genau, aber ich habe auch deutlich zu lange gebraucht, um diese Verbindung herzustellen. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich finde die nicht gut. Probieren, ich habe es, glaube ich, noch nie gegessen, also zumindest nicht, dass es mir bewusst wäre. Ich habe da Probleme mit der Konsistenz. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe doch letztens, als die Michaela da war, waren wir doch beim Peters. Und ich glaube, die hatten die Cognac Pommes, kann das sein? Möglich. Ich meine, wenn es wirklich eine Wurzel ist, warum nicht einfach schneiden und frittieren? Genau das. Und da weiß ich, dass das auch wieder so ein Teil von eigentlich ist das gut, geschmacklich. Aber mein Bedürfnis für Kategorisierung sagt, das ist falsch. Aber wie gesagt, ich bin ja ergebnisoffen, ich bin mal gespannt, was das wird. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, musste ich sehr lachen, weil ich erstmal sehr lange sehr verwirrt war, was er mir jetzt damit sagen möchte. Ja. Ach. Nee, ansonsten, also ich werde dieses Jahr wahrscheinlich keine Chili pflanzen, weil es ist einfach zu viel Heckmeck für viel zu wenig sinnvollen Ertrag. Davon abgesehen haben wir halt jetzt das komplette Fenster voll hängen mit Chilis. Ja, ja. Ich meine, wenn du für nächstes Jahr quasi den Vorrat jetzt schon hast, warum sollst du nochmal die Arbeit machen? Genau das. Und ich denke, ich werde mich dann dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen auf die Tomaten konzentrieren. Und dann vielleicht noch ein bisschen Gemüseblödsinn, mal gucken, weiß ich noch nicht genau was. Aber auf jeden Fall eher in kleinem Rahmen wahrscheinlich dieses Jahr. Ich für meinen Teil habe mir andersrum überlegt, mehr auf Chilis zu gehen. Aber fertige Pflanzen oder? Aber dann fertige Pflanzen zu holen, genau. Ja, weil das Ziehen der Pflanzen
das ist wirklich Arbeit. Ja. Da investiere ich lieber die 3 Euro mehr pro Topf. Und habe dann quasi ein fertiges Pflänzchen, was meistens ja dann auch gelingt, die groß zu ziehen. Richtig, richtig. Ja. Nö, aber ansonsten, ich überlege halt wieder so ein bisschen Kleinkram, so Knoblauchkraut und diese Sachen. Mhm. Vielleicht sogar mal Bärlauch. Ich hätte eigentlich echt mal Bock auf Bärlauch. Aber ist das nicht auch so ein Zeug, was mehrere Jahre stehen muss, bevor du es ernten kannst? Ja, das weiß ich eben nicht. Also das Knoblauchkraut geht, glaube ich, ohne. Ja. Das kannst du so pflanzen. Ich rede aber nicht von, du tust eine Knoblauchknolle in den Boden und das Grüne, was da rauskommt. Ja, klar. Ja, also das Knoblauchkraut, was ich meine, ist nochmal ein separates Gewürzkraut. Ja, ja. Nö, und na, mal gucken. Irgendwelche Blödsinn. Mit dem Spinat war ich ja tatsächlich letztes Jahr sehr begeistert. Mhm. Also ich denke mal, Spinat werde ich dieses Jahr auf jeden Fall wieder machen. Okay. Und ansonsten bestimmt wieder so ein bisschen Romana-Salat, so Kleinkram halt. Aber nichts Besonderes. Ah. Okay. Schwieriger und langwieriger ist es, die Pflanze aus Saatgut zu ziehen. Also Bärlauch, ne? Ja. Da Bärlauch zu den Kaltkeimern zählt, die Samen am besten genau. Im Spätherbst ins Freie aussäen, bis er was wächst, kann es allerdings lange dauern. Bärlauch hat eine Keimzeit von bis zu 2 Jahren. Ja. Ich meine, generell kann man ja die Kaltkeime auch ein bisschen verarschen. Und ins Gefrierfach packen. Genau das habe ich auch teilweise gemacht schon bei manchen Sachen. Bei manchen Dingen funktioniert es besser und bei anderen funktioniert es schlechter. Und angeblich sehr gut, wenn man seine IKEA-Orchideen zum Blühen bringen will. Ach so. Das sind wohl auch so Dinger, die trocken und kalt brauchen, um zu blühen. Weshalb die vor dem Verkauf auch im Gewächshaus quasi einmal komplett trocken fallen lassen und dann werden die eingefroren über Nacht. Und danach erst ausgeliefert, weil die dann erst anfangen, Blüten zu entwickeln. Ja, cool. Oder weil die dann auf jeden Fall anfangen, Blüten zu entwickeln. Irgendwas gibt's da. Ne, diese Standard-Kaufhaus-Orchideen, diese. Hey, cool. Ja. Nö, aber wie gesagt, also auf jeden Fall werde ich diesmal wieder auf Gemüsegarten gehen. Kleines bisschen Obst vielleicht, mal sehen. Mhm. Und dann gucken wir mal weiter. Je nachdem, wie sich das Wetter in den nächsten Jahren entwickelt, kann man ja auch mal über südländischere Dinge nachdenken. Ich meine, wir hatten es ja diesmal schon mit Melonen versucht, es ist noch schief gegangen. Aber es war ja ein winzig kleines Bubble, war ja dran. Mhm. Ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Was für Melonen hat ihr probiert? Ganz normale, also hier so Wassermelone. Okay. Genau. Ich hatte schon mal diese kleinen Cocktailmelonen, diese grünen Innenfront. Die sind mir aber nichts geworden, aber da war es wahrscheinlich eher meine Blödheit als die Schuld der Melone sagen. Ansonsten habe ich immer mal noch ein paar Physialis gehabt. Ist nur das Problem, dass ich sie nicht esse. Okay. Aber die funktionieren prima, also die wachsen auch eigentlich unter egal was für scheiß Voraussetzungen, habe ich so den Eindruck. Okay. Die sind relativ simpel, man muss zwar auch relativ zeitig anfangen, aber... Weil da stehe ich ja voll drauf. Da muss ich mal gucken. Holst du die auch als Pflanze oder ziehst du die aus Samen raus? Ich habe die letzten immer aus Samen gezogen. Alles selber ziehen aus der Frucht. So funktioniert's. Ja, gucken wir doch mal. Ja, wie Tomate an sich, ne? Im Prinzip, ja. Ja. Nur, dass die gar nicht mal so, die haben nicht so viel Klippe rundherum. Ja, aber an sich Samen gewinnen genauso. Genau. Halbieren, alles rauskratzen, in einem Sieb das Fruchtfleisch wegwaschen, trocknen lassen. Genau. Ja. Ja, also die sind tatsächlich bei mir eigentlich oft geworden. Nicht immer, aber sehr oft. Mhm. Und dann hätte ich ja hier noch Samen liegen für Goji-Bären. Okay.
Da weiß ich aber halt auch nicht, ob sie mich umbringen oder nicht. Deswegen unsicher. Ja. Aber da behaupten ja auch viele, dass die voll gut wären. So schmacklich und gesundheitlich und so. Habe ich, glaube ich, nur... Nee, die verwechsel ich gerade mit Berberitze. Wollte gerade sagen, die habe ich nur mal so probiert, aber das stimmt nicht. Ja. Also getrocknet probiert, nein. Nee, stimmt nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind sehr oft in so Müsli-Zeugs drin. Ja, ja. Genau. Ja, da bin ich ja raus. Ja. Das will mich ja umbringen. Mhm. Ja, ansonsten... Gottes Strafe, Sandwurm. Mhm. Geiles Zeug? Nein, tut es nicht. Das macht euch das Leben zur Hölle. Selbst wenn euch der Krempel schmeckt, das macht euch das Leben zur Hölle, dieser Rotz. Du kriegst diesen Scheiß nie mehr aus dem Boden. Nie wieder. Nie wieder. Ja, das ist halt immer die Frage, wie man rangeht. Also bei uns zu Hause, wir haben sehr viel Himbeeren angebaut. Mhm. Wirklich sehr viel. Mhm. Brombeeren. Also alles so Früchte, wo du auch sagst, die kriegst du nie mehr aus der Erde. Entsprechend hatten wir Vorbereitungen dafür. Wir haben, ich sag mal, bis in 60 Zentimeter Tiefe ungefähr vertikale Betonsteine eingelassen, so als Wurzelsperre, dass da nichts rauskommt. Und sind damit auch ganz gut gefahren. Also es ist ganz selten, dass da wirklich sich ein Pflänzchen durchverirrt hat. Und wenn du quasi schon diese Kanäle hast im Boden, dann kannst du auch einen Sanddorn einsetzen, ist kein Problem. Und ich finde es halt geil in Maßen. Da kannst du dich natürlich jetzt nicht dran überfressen, weil du dir halt sofort eine Schleimhautentzündung in den Magen frisst. Das Zeug ist ja sauer wie die Pest. Aber so als Gelee mal oder als Mousse mal. Ja, viele so machen das ja auch als Likör, dieses Zeug. Und das richtig, das ja. Gar auch kein Sinn. Gar kein Sinn. Aber. Jetzt bin ich gerade am Belegen. Ich meine, Sanddorn als Brand hätte unsere lokale Brennerei im Westerwald gehabt. Das kann gut sein, ja. Wie gesagt, nichts, was man jeden Tag essen kann, aber so mal ist Sanddorn eine ganz geile Geschichte für mich. Ja, ansonsten mit so Quatschzeug wie Blaubeeren fange ich gar nicht erst an, weil lohnt sich einfach nicht. Ja. Johannisbeeren möglicherweise, da denke ich eventuell nochmal drüber nach. Boah, das kommt bei mir sehr, sehr stark auf die Sorte an. Ich bin halt überhaupt kein Fan von roten Johannisbeeren. Okay. Schwarze hingegen finde ich super. Mhm. Und weiße auch. Okay. Rote, ich weiß nicht, ob es an der Säure liegt oder was, aber oder einfach überfressen, weil wir da einfach 30 Büsche von hatten zu Hause. Mhm. Keine Ahnung, also echt viel rote Johannisbeeren. Schwarze und weiße, nämlich nur ganz wenige, deswegen war es immer ein bisschen was Besonderes. Aber die weißen werden halt richtig süß, ne? Also das ist halt richtig toll, das Zeug. Und ja, die Roten auch, wenn die lange, die Schwarzen auch, wenn die lange noch hängen lässt. Und schmecken halt ein bisschen mehliger. Nee, intensiver. Ja, ich finde, die haben immer so was Mehliges. Kommt vielleicht auf die Sorte an, das weiß ich nicht. Ja, kann sein. Aber ich meine, so Johannisbeerlikör ist halt schon was Geiles. Bei uns wird das Zeug halt immer nur entweder zu Kuchen oder zu Kompott schrecklich Marmelade verarbeitet. Konfitüre verarbeitet. Likör wird bei uns daheim nicht gemacht. Ja. Deswegen kann das ist halt bei uns. Bei uns gibt es halt fast jedes Jahr einen Rumtopf. Mhm. Bei uns wird eigentlich auch relativ oft mal angesetzt. Mhm. Mit eben dem verschiedensten Zeug, was wir so aus dem Wald raustragen. Ja. Von daher, ja. Aber wir haben halt hier relativ viel Johannisbeer und Zeug und Sachen, wo du dann sowieso aus der Nachbarschaft immer mal einen Eimer voll geschenkt kriegst oder so. Und daher ist es eigentlich Blödsinn, sich da eine eigene Pflanze anzuschaffen. Ja. Ansonsten, ich bin ja noch großer Freund von Kratzbeeren. Sagt mir nix. Also Brombeeren. Brombeeren? Hm. Hm.
Aber wie gesagt, dafür habe ich halt die Teilbeere, weil Kreuzung. Ja. Und Stachelbeeren. Oh ja, ich liebe Stachelbeeren. Wenn ich den Wolf dran fressen. Die sind auch nicht so einfach, glaube ich. Okay. Also ich habe bis jetzt nicht viel Erfolg gehabt damit. Okay. Ich habe aber auch bis jetzt nie die richtigen Voraussetzungen gehabt, muss man auch dazu sagen. Da hatten wir auch ein paar Sträucher von zu Hause. Mhm. Die haben jedes Jahr getragen, wie verrückt. Okay. Einfach so witterungsungeschützt im Hang. Okay. Ging super. Halt viel, viel Sonne, ne? Das braucht es halt schon. Oder brauchte es bei uns dann halt schon. Aber die haben getragen wie verrückt. Die tragen aber auch erst im zweiten Jahr, oder? Das weiß ich nicht. Da die bei uns jahrzehntelang standen, kann ich das nicht sagen. Die waren halt immer ein bisschen lästig, weil du gerade mitten in den Johannisbeeren warst, nicht auf einmal gestochen hast, aber köstlich sind sie. Die haben es auch nie. Gibt so guten Stachelbeerkuchen. Die haben es auch nie bis zur Verarbeitung geschafft. Okay. Die landen also bei uns war das eigentlich immer so ein Ding für mein Bab seinen Geburtstag. Mein Bab hat ja im Juli Geburtstag und dann waren die meisten schon so ungefähr fertig. Mhm. Und da gab es einen Stachelbeerkuchen. Als Kuchen sehr geil, ja. Oh ja. Und auch da, als Konfitüre, oh ja, oder Kompott oder sowas. Mhm. Bin ja großer Fan von roter Grütze und von grüner Grütze. Mhm. Und bei beidem, also beides sehr, sehr gut. Aber ich befürchte, wir müssen wieder weg von dem Thema Essen, weil unser Empfänger für dieses Format ist ja mit Krankenhaus. Ja, aber Obst ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das Hauptproblem. Ja, das stimmt, das ist richtig. Obst ist gut. Gehe ich mal von aus. So, also, ich weiß nichts Gegenteiliges. Ja. Nein, ich meinte eher so von Kuchen sprechen, während er traurig auf seine zwei Scheiben Wurst guckt. Ja, aber deshalb, ich spreche die ganze Zeit davon, wie man dieses Obst roh essen kann, das war jetzt einfach sehr gut. Ja, das, also, das stimmt. Das ist was mich echt ein bisschen ärgert, dass ich nicht einfach so den Obstteller leer fressen darf. Mhm. Wegen dem Fruchtzucker halt. Ja, und bei mir ist halt das gegenteilige Problem. Ich kann das Zeug zwar essen, aber das meiste bringt mich halt um. Ja. Nicht wegen dem Fruchtzucker, sondern weil eben, also alles, was Steinfruchtgedöns ist sowieso schon mal raus. Mhm. Das ganze exotische Zeug macht auch komische Sachen mit dem Hals. Mhm. Das ist schwierig. Ja. Banane ging immer noch, Banane geht durch die Galle nicht mehr. Mm. Damit ist halt im Prinzip schon wieder Mandarine. Und Erdbeeren. Okay. Und Beeren gehen eigentlich meistens, aber. Mhm. Aber das war's dann halt auch an. Magst du Cranberries? Ich glaube, ich habe noch nie wirklich mit Verstand Cranberries gegessen. Okay. Weil das war für mich lange Zeit so eine Hassliebe und inzwischen stehe ich halt sehr drauf. Vielleicht auch, weil ich es nicht so darf und man immer das will, was man nicht darf. Weil die halt, ich mochte die lange nicht, weil die halt oft ein bisschen bitter schmecken. Ja, nee, dann ist deswegen es für mich auch nicht. Okay. Nee, dann wahrscheinlich nicht. Also ich bin auch kein Grapefruit-Fan oder sowas. Ich überhaupt nicht. War ich nie, habe ich eine Zeit lang gemacht. Inzwischen darf ich es nicht mehr, weil mit Cortison und Grapefruits, das ist ja so eine Mischung, die man nicht so machen soll. Ja. Aber generell nicht so der Riesenfan. Also wenn, dann habe ich mich mal so eine Blutorange oder sowas. Mhm. Und das war mir manchmal schon zu bitter. Ja. Ja, ich bin ja eigentlich auch immer ein großer Freund von Kiwis. Also wenn ich mal, wenn mal irgendwann das Wetter hier so ist, dass ich hier Kiwis pflanzen kann, dann wird der ganze Garten voll Kiwis sein. Mhm. Kiwis, gut. Oh, ja. Lieber grün oder lieber gold? Nur die grünen, die goldenen sind falsch. Okay. Auch das wieder Kategorie, die schmecken nicht schlecht, aber es ist falsch. Mhm. Nein. Das ist genauso wie Süßkartoffel. Nein, das ist falsch. Süßkartoffel ist sowas. Es gibt ein, zwei Menschen auf dieser Erde wahrscheinlich, die Süßkartoffelpommes in Cross hinbekommen. Dann ist das gut. Aber Süßkartoffelpommes als Lapprig und latschig? Nein, geht überhaupt nicht.
Als Püree finde ich es in Ordnung. Das ein bisschen Problem mischen. Für mich ist wieder das Kategorische. Das hat ja nichts damit zu tun, wie es schmeckt. Das Problem ist die Tatsache, dass eine Schnulle aus dem Boden, die ein Wurzelgedöns ist, süß zu schmecken. Aber Möhre, Möhre, genau das Gleiche. Es ist eine Knolle aus dem... Ach so, okay. Okay. Das ist das Prinzip falsch. Nein. Weil es fällt bei mir halt in diese Möhrenkategorie. Mhm. Ich bin an sich kein Möhrenfan. Es gibt ganz wenige Darreichungsformen von Möhre, die funktioniert. Mhm. Und Süßkartoffel liegt für mich eben irgendwo zwischen Kürbis und Möhre. Mhm. Aber das immer wieder... Kürbis ist dasselbe. Kürbis ist auch falsch. Okay. Gemüse darf nicht süß schmecken. Warum schmeckt Gemüse süß? Das ist Unsinn. Okay. Ich meine, scharf oder herb oder salzig, okay. Wobei, mir fällt jetzt gerade kein salziges Gemüse ein, aber du verstehst. Es sind Geschmäcker, die machen mir Sinn. Mhm. Aber anders. In meinem tiefsten Inneren bin ich ja evolutionär angelegt, ein kleines Nagetier. Mhm. Und ich habe nicht mehr die Zähne dafür, aber evolutionär betrachtet bin ich ein klein angelegter, bodengeneigter, fluchtgeneigter Bodenbewohner. Die ganze Idee von Geschmack und Farbe bei Pflanzen ist ja, kleines Lebewesen futtert das, freut sich, kackt und verteilt das Zeug weiter. Mhm. Eine Knolle an sich ist ja für die Unterbodenlebewesen gedacht. Deswegen braucht das kein Süß, kein Zeugs. Deswegen ist süßes Knollengemüse falsch. Wenn das Zeug oben drüber, über der Erde ist und so weiter, dann macht das ja wieder Sinn. Weil dann aber Kürbis ja wächst doch über der Erde. Naja, aber die Kartoffeln und das Zeug, das ist ja... Also, weißt du? Ja, bei Wurzelgemüse gebe ich dir recht, aber Kürbis wäre quasi das Gegenbeispiel. Kürbis wächst über der Erde und schmeckt süß. Also, ich glaube, bei Kürbis ist es einfach nur... Soll ich es ausdrücken? Erstens habe ich viel zu früh gelernt, dass Kürbis so Zeug ist, das ganz schnell sich mit irgendwelchen Zeug kreuzt, mit dem es sich nicht kreuzen soll. Ja? So, wenn du das wild rumwachsen hast. Okay. Deswegen gibt es ja, wie heißt denn dieses Zeug, was dann auch bitter, was auch Zucchini und so bitter werden lässt. Mhm. Das ist dasselbe bei Kürbis. Das Zeug kreuzt sich halt kreuz und quer über was weiß ich wie viele Kilometer, wenn du Pech hast. Das zweite Ding ist halt, bei uns gab es Kürbis, seit ich denken kann, nur sauer, süß-sauer eingelegt. Okay. Das ist furchtbar. Ja, das ist die schlechteste Darreichungsform von Kürbis. Das ist die schlechteste Darreichungsform. So. Jetzt bin ich allgemein nicht der größte Freund von Gemüsesuppen. Mhm. Weil, warum mache ich eine Suppe ohne Nudeln? Das ist falsch. So, mal wieder beim Thema. Weil wir haben ja das Spiel mit der Evolution und der Zivilisation erfunden, damit wir Nudeln haben. Hey, sonst kann ich mich ja auch hinstellen und das Hirse kommen blank fressen. Aber wie gesagt, wir tun uns ja den ganzen Quatsch mit der Menschheit und der Zivilisation an, damit wir fertige Nudeln haben am Ende des Prozesses. Also das Prinzip Kürbis hat bei mir nie in einem Maße stattgefunden, dass man dazu eine Freundschaft entwickeln konnte. Mhm. Wir hatten allerdings mal ein Kürbispesto. Das war sehr geil. Okay. Das bestand allerdings zu 80% aus Käse. Also Und alles, was zu 80% aus Käse besteht, ist eigentlich gut. Genau das. Kürbis in Suppenform ist für mich auch so ein Ding, da habe ich einmal im Jahr Bock drauf. Das esse ich einmal im Jahr und dann ist auch wieder gut. Leider wird Kürbissuppe immer so viel, dass man mehrere Tage davon isst. Das heißt, man isst es eine Charge lang und hat dann einfach keine Lust mehr drauf. Aber in der Form des Ofengemüses funktioniert das für mich sehr gut, weil ich es mit
Aber das ist genau die Kerbe, in die ich da, glaube ich, nicht reinschlagen muss. Mit Süßkartoffeln mischen kann und vielleicht noch mit normaler Kartoffel. Ja. Schmeiß es in den Backofen, das ist ungefähr gleichzeitig fertig und es schmeckt ganz gut. Mhm. Ich habe dir was in den Chat geworfen, weil du sagtest Nagetier. Kennst du Tüpfelbeutelmarder? Oh nein, ob ich Flame haben. Mach ruhig mal den Wikipedia-Artikel auf. Okay. Das zweite Bild finde ich so gut, das links. Warte, wo ist links? Das mit dem, wo der schwarz ist. Der schwarz-weiß gepunktet. Oh, oh Gott, ist der toll. Mhm. Ich bin drauf gestolpert, weil auf Arte natürlich gab es eine Dokumentation über Tüpfelbeutelmarder. Ja. Bei der man durchaus ein Trinkspiel draus hätte machen können, weil dieses Wort gefühlt jede Minute gesagt wurde. Man wäre hackestramm nach der Hälfte auf dem Sofa zusammengebrochen. aber diese Viecher sind einfach unfassbar putzig. Ja. Wenn du übrigens mal wieder hier bist, müssen wir mal in den 2. Minis gehen mit dir. Okay. Dann können wir Hendrix gucken. Ah. Die haben nämlich welche, glaube ich. Oder hatten zumindest letztes Jahr welche. Ausgezeichnet. Gut. Das mal kleine Flauschen. Mhm. Ich habe gerade im Wikipedia-Artikel und auch, glaube ich, bei Google irgendwas gesehen, der Zoo Leipzig hat Tüpfelbeutelmarder. Genau. Ja, aber Stichwort Marder, da bin ich ja auch gespannt, wie dieser Krieg dieses Jahr weitergehen wird. Okay. Weil, wie gesagt, mein Vater führt ja einen persönlichen Kreuzzug gegen den Marder hier im Dach. Mhm. Ist jetzt erfolglos. Ja, man darf gespannt sein. Es ist lustig, weil bei uns auf Arbeit ja auch ein Dachmarder wohnt. Mhm. Man sieht es immer nur daran, dass Leichenteile von Tieren auf den Fensterbänken liegen. Mhm. Das Dämmmaterial gegen Herbst gerne rausgerissen wird aus allem, was er findet, um sich daraus ein bequemes Nest zu basteln. Mhm. Und unsere Radartechniker regelmäßig aufs Dach müssen, weil der Marder wieder die Radarkuppel, die Radarschüssel abgenagt hat von den Kabeln. Aber normalerweise fressen die doch ihr eigenes Zeug nicht. Also bei ich kenne das so, wenn der Marder bei dir in der Garage wohnt, ist dein Auto sicher. Nur das von den Nachbarn nicht. Der hat irgendwie Gefallen dran gefunden. Cool. Oh, ein neues Kabel, das muss ich doch annagen. Ja, okay. Ja, und deswegen fällt bei uns regelmäßig der Satellitenempfang aus. Weil, ja, der Marder wieder glaubt, das Kabel annagen zu müssen. Und seit Jahren versuchen Menschen, diesen Marder zu fangen und es gelingt einfach nicht. Mhm. Er frisst die Falle leer. Er ignoriert die Falle. Er macht alles Mögliche, aber er geht da nicht rein. Mhm. Ja. Naja, nun, wir haben halt vor 2 Jahren, glaube ich, das Spiel gespielt. Mein Vater guckte zu dem einen Ende ins Dach rein. Der Marder guckte zum anderen Ende des Daches raus und beobachtete meinen Vater, wie er verzweifelt versuchte, das Tier auszuräuchern. Natürlich erfolglos. Ja. Weil, wie gesagt, also man hat wirklich den Marder gesehen, wie er meinen Vater beobachtet und sich totlacht. War schon großer Spaß. Und dann haben wir halt letztens, Oma macht ja ab und zu mal so Mike-Knochen Suppe macht oder so. Da haben wir letztens auch, wo wir das Garagendach aktualisiert haben und gebaut haben, sind dann mal so 3 so dicke Oberschenkelknochen aufgetaucht, die da halt sich irgendwo vom Müll geklaut hat oder so. Mhm. Das war schon spannend. Macht deine Oma Markklößchen selber? Sie hat es früher gemacht. Ob sie es jetzt noch macht, weiß ich nicht. Okay. Also, ich kenne es auf jeden Fall noch von früher, aber... Mhm. Wobei das tatsächlich... Ich bin ja nicht empfindlich. Also, ich habe auch kein Problem mit hausgeschlachteten Sachen und so weiter, weil... Ich verstehe das Prinzip und das ist auch echt okay. Knochenmark und Dinge sind ein schwieriges Konzept für mich. Okay. Liegt aber daran, dass ich mein eigenes Knochenmark schon mal in der Hand hatte und das will man nicht. Weil ich diese lustigen Teleskopnägel, die ersten, die ich in den Beinen hatte, die habe ich mitgekriegt damals nach der OP, als sie ausgetauscht worden sind. Ja, ja.
da ist tatsächlich noch so ein bisschen komisches Zeug drin gewesen. Und ja. Nee, das okay. macht mir das Abstrahieren ein bisschen schwierig. Mhm. Ich meine, ich bin immer noch dafür, wenn ich mal tot umfall, dürft ihr mich gern essen. Aber ich muss da selber nicht beteiligt sein. Gut, für den Fall brauche ich noch ein gutes Rezept für Marktklößchen. Deswegen fragte ich nach, weil meistens sind das ja die alten Leute, die noch die Rezepte von wirklich macht das per Hand und so haben. Und ja. Ich kann da aber durchaus mal fragen. Das wäre nicht gerne, das Problem. Weil bei mir in der Familie hat das nie jemand gemacht. Okay. Zumindest meine Oma hat nie gekocht. Also nie gerne gekocht. Die andere Oma aus Ostfriesland hat es bestimmt gemacht, aber die ist tot. Kann ich auf jeden Fall mal fragen. Also ich kann es ja nicht versprechen, aber können wir uns mal drüber unterhalten. Generell, wenn sie irgendwie so abgefahrene Rezepte hat, so, ich sag mal, was früher Standard war, was man heutzutage nicht mehr so... Ich bin für sowas immer zu haben. Ja, also ich weiß, was es bei Oma immer gab, war... Brennnessel-Zeugs, Brennnesselsuppe und Eintopf und Gedöns-Zeug sagen. Also sowas hat die immer viel gemacht, aber... Was ja hier auch relativ verbreitet ist, sind Rezepte mit Kastanien. Ja. Auch da bin ich völlig unbeleckt und bin immer mal auf der Suche. Weil ich weiß, irgendwo mal was gesehen zu haben von Kastanienbrot, was ich eine ziemlich interessante Idee fand. Okay. Wo quasi Kastanienmehl mit reinkam. Ja, und ich mag halt den Geschmack voll gern, deswegen. Ja. Interessant wäre tatsächlich bei mir die Frage, ob die Kastanien die Nussallergie auslösen. Will man das ausprobieren? Naja, ich sag mal so, meistens ist es ja eine Frage der Dosierung bei mir. Mhm. Aber spannend wäre es mal so als Experiment. Ich habe auch noch nie diese lustigen, wie bereitet man die eigentlich zu, diese Maronen? Das kommt drauf an, wenn du sie roh kaufst, als ganze Frucht sozusagen, du schneidest die Schale ein, man macht das normalerweise über Kreuz, ne, so dass es aufspringen kann einfach, und dann kommen die für, nagel mich nicht drauf fest, eine Dreiviertelstunde in den Backofen. Okay. Und das war's schon. Und dann garen die quasi in der Schale, die haben genug Feuchtigkeit, um durchzugaren. Mhm. Und dann kannst du die pellen und essen. Ich bin da immer sehr faul, ich kaufe einfach die vakuumierten, vorgekochten. Mhm. Die schmecken auch. Die schmecken nicht ganz so gut wie die, wenn du sie... Was macht man da dazu? Also macht man da irgendwie Soße oder irgendwas? Die Marone an sich, so esse ich dann wie vom Weihnachtsmarkt, wenn ich die in der Schale kaufe. Also einfach aus dem Ofen raus, pellen, so wegsnacken. Okay. Wenn ich die vakuumiert kaufe, nutze ich die ganz gern. Und wenn ich zum Beispiel, ich sag jetzt mal, Rouladen mache oder irgendwie einen Braten oder sowas, mache ich die in die Soße rein. Okay. Aber das ist auch wieder was du so nicht essen würdest. Mhm. Ich mache relativ viel Kirschen in die Soße oder anderes eingemachtes Obst. Okay. Und die Maronen, die ja auch an sich ein bisschen, also die Maronen sind ein bisschen süßlich. Ja. Ein bisschen ein säuerliches Kompott oder ein säuerliches Obst in die Soße als Gegengewicht und dann eben so eine dunklere, vielleicht auch mal ein bisschen rahmigere Soße dann. Mhm. Ja. Spannend. Auf die Idee wäre ich noch nie gekommen. Ich bin nicht per se dagegen, aber kenne ich nicht. Zum Beispiel Preiselbeeren oder sowas, ne? Als ordentlichen Schluck mit in die Soße und dann eben Maronen. Ja. Gerne auch so ein bisschen feiner gehackt, dass es nicht ganz so, dass sie auf die ganze Frucht beißt, sondern dass es die Größe von den Beeren halt ungefähr hat. Ja. Spannend. Ich glaube, ich werde das mal probieren müssen bei Gelegenheit. Das ist zum Beispiel so ein Ding bei mir oder bei uns. Ich habe das noch nie gesehen. Also weder auf dem Weihnachtsmarkt noch irgendwie im Laden. Also in Mainz war es immer ziemlich geil, weil sobald Weihnachtsmarktsaison war, stand einfach an allen möglichen Ecken diese ganz klassische, ich sag mal, ausrangierte Dampfmaschine, wo sie Holzfeuer gemacht haben und dann die Maronen geröstet. Das ist und immer ein sehr zwielichtiger Mann davor stand und Maronen verkauft hat. Ja, Essen von zwielichtigen Menschen immer sehr gut. Mhm. Selten ein Fehler. Nee, Maronen
war für mich lange Jahre der einzige Grund, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, weil ich bin ja absoluter Weihnachtsmarktverweigerer wegen zu viele Menschen auf einmal und zu laut und zu viel Gedränge. Und alkoholisierte Leute, die sind meistens nicht vorhersehbar und dann wird immer ein bisschen schwierig. Aber man konnte mich durchaus mit so einer Tüte Maronen locken. Weil dann hast du was zu tun. Ich rede mal wieder an so bratapfelartigen Dingen rum. Der große Vorteil an Maronen ist halt, du hast was zu tun, hast was zu piddeln. Die Dinger sind schön warm, deine Hände werden nicht kalt. Und die Dinger sind hart genug, dass wenn du sie wirfst, sie wirklich wehtun. Okay, ja. Also es ist, vom Prinzip her könnte dir das gefallen. Ja, Bratapfel, auch geile Sache an sich. Ich kann halt, also ich muss das immer ein bisschen umimprovisieren, weil erstens muss der bei mir richtig, richtig durchgegart sein, ansonsten kommt die Allergie wieder durch, das ist halt auch wieder das Problem. Schmeckt aber auch am besten, wenn er richtig durchgegart ist. Das muss quasi Apfelkompott in der Schale sein. Okay. Und dann ist halt, mache ich das meistens, dass ich nicht den ganzen Apfel da reinpacke, sondern ich mache den Apfel quasi wie Apfelkompott in Stückchen und Zeug und Sachen. Meist dann den ganzen Krempel mit Butter und Zeug und so weiter in einen Auflaufform und mache das dann einfach als Auflauf. Okay. Hast im Prinzip denselben Geschmack, hast bloß viel weniger Hackmeck mit der ganzen Tourerei und so weiter und so fort. Ja. Aber ich hab's dieses Jahr irgendwie noch nicht hingekriegt. Mal sehen, ob ich mich dazu noch durchbringen kann. Bei Bratapfel bin ich ja gerne ein Fan von Dingen, wo bei Dela alle Alarmglocken angehen. da muss, also das Kerngehäuse kommt raus, ganz klar. Und dann muss da aber Marzipan rein. Ich bin kein Fan von Marzipan. Ich erkenne aber die Existenzberechtigung an. Okay. Ich dachte, wegen dem Bittermandelgeschmack ist bei dir dann direkt so eine Augenbraue, die nach oben geht. Und, ja, aber wenn ich das selber gemacht habe, weiß ich ja, was auch. Okay, ja, stimmt. Gut, was dann bei dir wahrscheinlich, tippe ich mal drauf, wegfällt, Mandelsplitter ein paar? Ja, also wobei Mandeln noch die Nüsse sind, die mich am wenigsten töten wollen, aber ja, grundsätzlich ja. Kann man auch zum Beispiel hervorragend durch Keksbrösel ersetzen. Ja, wie sieht es bei dir eigentlich mit Cashews aus? Habe ich glaube ich noch nie probiert, weiß ich nicht. Okay. Weil das ja, ich meine, nicht mal als Nuss durchgeht, so rein biologisch. Also lustigerweise Pinienkerne zum Beispiel gehen, die sind kein Problem. Also ich weiß nicht, welchen Regeln diese Sache folgt. Wie sieht es mit Zirbelnuss eigentlich aus? Hast du sowas schon mal probiert? Ich weiß nicht mal, was es ist. Das ist auch so Zeug aus so einem Zapfen. Das sind keine richtigen Nüsse und ähnlich wie Pinienkerne auch so Krempel, der aus irgendeinem, ich sag mal, Tannenzapfen, nicht Tanne original, aber aus so einem Nadelholzgewächs, Zapfen rausfällt. Nee, hab ich noch nie probiert. Kann aber sein, dass es funktioniert. Und wo ja auch viele sagen, ich bin halt großer Rosinenfan, die kommen bei mir halt auch noch mit rein in den Also in sowas ist das okay, ich bin bloß gegen Rosinen im Waldkuchen. An sich, so roh sind Rosinen voll gut. Da hatte ich letztens eine lustige Trockenobstmischung mit Cranberries. Ich hatte die eigentlich nur gekauft, weil ich Cranberries wollte. Und habe erst später gesehen, dass da Rosinen drin sein sollten. Aber es waren Sultaninen. Weiße getrocknete Weintrauben. Oh. Hatte ich auch noch selten, dass du quasi so, quasi gelbe Rosinen hast. War auch mal ganz witzig. Die waren doch aber früher, glaube ich, immer viel im Studentenfutter drin, oder? Nur mit den normalen dunklen Rosinen. Okay. Und Studentenfutter war für mich immer die Pest, weil ich immer die Haselnüsse rausgesucht habe, weil die mag ich nicht. Es waren immer Haselnüsse drin. Immer. Ja, und ich habe früher immer so eine Tüte Studentenfutter aufgerupft. Hab das Rosinenzeug rausgefressen. Hab die Nüsse liegen lassen, bis mir irgendwann mal einer gesagt hat, mir ist schon klar, dass du Rosinen auch einfach so im Beutel kaufen kannst, ja? Ja. Was mir tatsächlich einfach nicht klar war bis zu diesem Augenblick. Rosinen mit Schokoladenüberzug? Fragezeichen? Ja. Ich sag mal akzeptabel.
Aber es gibt doch schon wesentlich geilere Sachen, die man mit Schokolade überziehen kann. Klar, aber wertet es die Rosine nicht auf? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Also bei sowas wäre dann tendenziell mein Ding eher so Zeug, das allein relativ ungeil ist. Hm? Also Bananenchips oder Apfel oder na sowas. Sowas mit Schokoladenüberzug macht einen sehr großen Qualitätssprung. Erdbeeren mit Schokoladenüberzug. Rosine an sich ist ja per se erstmal schon eine gute Sache. Das stimmt. Wo waren wir jetzt gerade hergekommen, Rosinen? Ansonsten kommt natürlich auf den Bratapfel auch mindestens noch ein ordentlicher Schuss rum. Ja. Ja. Und Vanillesoße. Es geht auch um Aroma für die Menschen, die mit Alkohol und so. Ja, nein, weil aus Gründen muss ich das ja mitdenken bei manchen Menschen hier in meinem Umfeld. Ja, aber dann würde ich den Rum lieber weglassen. Dann würde ich also lieber mit einem. Ich habe so ein Rumaroma, das geht echt gut. Okay, ich habe noch keins gefunden, was mir wirklich schmeckt. Wenn du das mit der Butter so ein bisschen verbunden hast und so weiter, das macht keinen großen Unterschied. Also das ist echt okay. Weil ich habe da noch keins was. Also ich kenne nur diese kleinen Glasfiolen quasi. Und da habe ich noch keine gefunden, die mich wirklich überzeugt hätte. Aber gut. Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache, ob das... Zum einen das, zum anderen gibt es bestimmt auch Unterschiede und ich bin mir ganz sicher, dass ich noch nicht alles durchprobiert habe, sondern irgendwann aufgegeben habe, weil ich gesagt habe, auch schmeckt mir eh nicht. Nee, ich habe so lustige Truben tatsächlich. Mit Erdbeeraroma und Vanille und da gibt es eben auch welche mit Rumaroma. Ja. Und die sind nicht schlecht. Da war ich auch sehr überrascht. Es gibt ja auch so Zahnpastatuben mit Vanillearoma statt Vanillezucker quasi. Genau. Das schmeckt gar nicht verkehrt. Das kann man machen. Und vor allem halten die halt ewig. Ja, genau so. Ja. Ja. Schon wieder fast anderthalb Stunden gequatscht, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen auch einen Deckel drauf, oder? Ja, machen wir. Alles klar. Jonas, wir denken an dich, weiterhin gute Besserung. Glasdeckel oder Metalldeckel? Was bevorzugst du? Naja, das ist jetzt eine Frage, die muss ich zu meiner Schande beantworten. Bis Jonas in diesem Haushalt war, hatte ich keine Topfdeckel. Okay. Ich könnte dir aber nicht begründen, warum nicht. Okay. Ich glaube, das war einerseits immer ein Platzproblem, andererseits immer ein Handlingsproblem bei mir. Weil, wie gesagt, ich habe ja nur eine sehr begrenzte Grundfläche in der Küche, die auf meiner Höhe ist, die ich benutzen kann. Ja, klar. Und ich glaube, dem ist das meistens zum Opfer gefallen. Okay. Und Glasdeckel haben halt immer das Problem, sie sind halt schwer. Also diese Aludeckel sind für mich wahrscheinlich die bessere Lösung. Gut, dann machen wir einen Aludeckel drauf. Okay. Winken dem Jonas zum Abschied. Gute Besserung. Und werd schnell wieder. Wir sehen uns demnächst. Genau. Tschüss. Ciao.